Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Steffen Hamsch. Wir drehen die nächsten Tage in Session mit Hamsch 6. Was er euch da zeigen möchte, das erzählt euch gleich selber. Ich befinde mich gerade auf den letzten Metern zum See. Auch in diesem Video haben wir wieder ein richtig cooles Gewinnspiel für euch. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, dieses Mal ein VRS Camo Thermalcover zu gewinnen. Genau passend zur Jahreszeit. Das Teil hält euch richtig schön warm in den kalten Winternächten. Einfach über einen Schlafsack schmeißen und ihr werdet nachts definitiv nicht mehr frieren. Alles, was ihr dafür tun müsst, gewohnt, den Kanal abonnieren, das Video liken und unter dem Video eure Lieblingsszene aus diesem Video kommentieren. Das Gewinnspiel läuft ab heute 2 Wochen. Dann werden wir den Gewinnern oder den Gewinner hier unten in den Kommentaren bekannt geben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier gleich nicht verfahre und übergebe dann das Wort schon mal an den Steffen. Viel Spaß bei dem Video. Ja, moin Steffen. Endlich bin ich da. Ja, noch ein dritter Anlauf. Zweimal haben wir es verschieben müssen, aber jetzt hat es endlich geklappt. Ja, aber wie immer, wenn der Fersemann kommt, bin ich auf dem Pesch verfolgt. Eigentlich war der Plan, bis der heute Morgen auftaucht, habe ich schon 2 im Sack und noch einen live ran vor der Kamera. Ja, ja. Aber gestern Mittag bin ich gekommen und den Platz, wo ich eigentlich angeln wollte, beziehungsweise vorgefüttert gehabt habe, sitzen 2 Wallerangler. Also sitze ich da jetzt irgendwo im Nirgendwo, habe die Rute rausgelegt, da bist du eigentlich nichts. Und wir fahren jetzt aber gleich weiter an ein anderes Gewässer. Um das geht es eigentlich in dem Video heute, geht es ums Werfen. Beziehungsweise um das Angeln, so wie ich es die letzten 2-3 Jahre eigentlich hauptsächlich mache. Liegt daran, dass ich mittlerweile kaum noch Bock oder zu faul bin, mit dem Boot rauszufahren, Rute ablehre, Kamera gucken, das Ganze habe ich die ganze Jahre immer extrem gemacht. Und irgendwie halt zu faul für das Ganze und habe... Kommt mit dem Alter, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich angle jetzt auch schon lieber eher aus dem Bus raus und ja, weniger ist manchmal mehr, ne? Genau. Und deshalb haben wir jetzt die letzten 3 Jahre, habe ich das eigentlich zumindest versucht, für mich perfektioniere das Ganze. Und das wollen wir eigentlich zeigen, wie ich das mache, Montage und so weiter, Futter. Dass man es schafft, genau da zu füttern oder dass die Montage da liegt, wo du dein Futter auch spawnst dann, genau, punktuell. Genau. Und wie man das vereinfacht rauskriegt. Genau, vor allem, gerade wenn man im tiefe Wasser eben fischt, bei 8, 9, 10 Meter Wassertiefe, wie weit länge ich die Markerroute bzw. die Route mit der Montage mehr ab wie die Spomb, dass wirklich das Futter bei der Montage liegt. Und das wollen wir eigentlich genau zeigen, auch wie das ist, auf verschiedenen Entfernungen, wie das dann tatsächlich funktioniert. Ob sich das da irgendwas nimmt, ob das jetzt auf, genau, 50 Meter oder auf 70 Meter, du hattest ja irgendwie gesagt, so deine Reichweite so im Normalfall bis 90 Meter lässt sich bequem werfen und, genau, füttern. Genau, das muss man eigentlich alle zusagen, weil schon wird es wieder Kommentare geben. Was die Entfernung betrifft, ich persönlich finde es für mich am angenehmsten, wenn ich bis maximal 100 Meter, lieber weniger, bis maximal 100 Meter angel. Da kann man gut füttern, kann normal werfen, auch bei Wind oder so, je nachdem, was für Einflüsse das man hat, kommt man noch auf den Platz und man hat ein entspannteres Angeln. Ich persönlich finde es, oder Respekt vor denen, die das machen, wirklich auf 130, 140 Meter, das Futter rausbomben, das ist Arbeit. Macht mir keinen Spaß. Dann haben wir noch einen riesen Radius, wenn man wirklich einen Fisch drillt, wo der überall hinschwimmen kann. Deswegen versuche ich immer so kurz wie möglich zu angeln, bis maximal, sagen wir, 100 Meter. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, das tut auch gar nicht Not, dass du in deinen Gewässern weiter rausfischst. Deine eigene Angelei und ja, von den Tiefen her, die hast du halt schon auf den genau. Entfernungen. Da brauchst du halt nicht auf. Genau. 100 Meter werfen. Ja, der Vorteil halt bei uns in den meisten Gewässern, wir haben ja im Umkreis von 50 Kilometer hunderte von Gewässern, aber fast überall kann man das Boot verwenden. Das heißt, man kann sich alles vorher mit der Unterwasserkamera, das mache ich dann noch, wenn man einen Platz raussucht, gucken wir das mit der Unterwasserkamera an, wie es da tatsächlich aussieht, dass ich wirklich weiß, wie ich zu angeln habe und mache das dann halt noch perfekt oder versuche es perfekt zu machen mit dem Markerer, mit dem Spombe, dass das funktioniert. Und das wollen wir heute eigentlich zeigen. Perfekt, dann würde ich sagen, packen wir ein und gehen. Routen reindrehen, aber an einen anderen See. Ja, passt.
Wir sind jetzt in dem neuen Gewässer angekommen. Ich habe die Montage auf die Spots geworfen. Und wir wollten in dem Video eigentlich zeigen, wie also meine Angelei, wie ich es in den letzten 2-3 Jahren eigentlich mache mit dem Werfen. Was ich für Montage verwende, was für Hakeköder ins Futter. Aber hauptsächlich geht es darum, wenn ich jetzt im tiefen Wasser das Bombe oder Magern tue, wie mache ich das, dass ich wirklich die Rute so ablänge, dass das Futter dort liegt, wo auch die Montage liegt. Weil es einfach so ist, wenn man die Rute ins Wasser, wenn das Blei aufs Wasser aufkommt, dann geht die ja mit dem Winkel wieder zurück gegen uns. Das heißt, man müsse die Magerrute bzw. die Rute mit der Montage weiter ablängen wie die Spomb. Aber wie man das genau macht und dass das auch wirklich auf 8-9 Meter Wassertiefe funktioniert, zeigen wir dann im Detail. Zum Gewässer selber ist es eigentlich so, der See hat ca. 25 Hektar, hat eigentlich einen guten Karpfenbestand, vor allem mit relativ großen Fisch. Das Problem einfach ist nur der hohe Angeldruck. Die Fische wissen ganz genau, wenn die Schnüre im Wasser sind, in jedem Eck wird irgendwo wird gefüttert. Und das Problem ist halt oftmals so, die Fresse des Futter und der Hakeköder bleibt liegen. Und ich gehe jetzt nicht wirklich davon aus, dass er jetzt 5 Fische in der Nacht beiße. Ich bin schon froh, wenn einer beißt, aber das Ziel ist wirklich, wenn einer von denen bessere Fisch oder wenn überhaupt ein Fisch beißen wird. Und das wollen wir auch noch zeigen, wie, was die Montage betrifft oder auch die Hakeköder, was man in dem Moment oder was ich hier jetzt verwende. Was das Futter betrifft, verwende ich prinzipiell hauptsächlich Boilies. In dem Fall jetzt habe ich von First Quality Carpets die Nussboilies. Da sind zusätzlich noch CSL und Rinderleber-Extrakt mit drin. Habe das gefüttert in 3 Größen, 16, 20 und 24 mm. Das Problem ist einfach hier im Gewässer, dass einfach viel gefischt wird. Und die sehen ja alles mögliche an Futter. Das meiste, was reinfliegt, sind halt mal runde Boilies. Und um dem Ganze dann eine andere Situation ein bisschen zu geben, oder dass sich das Ganze für die Fische vielleicht nicht so einfach zu rauskristallisieren ist, was, wo der Hake drin hängt oder dran hängt am Köder, habe ich dann mit dem Quadra-Cutter praktisch die Boilies zusätzlich noch halbiert. Wenn wir schon von Quadra-Werbung machen, ich habe den 25 mm Durchmesser, der reicht für alle 3 Größen, da braucht man sich also nicht 3 kaufen. Was ich dann dazu mache, ist noch die Pellets, die sind wie der Original-Boilie-Mix. Einmal in löslich und einmal in nochmal gedämpft, wo sie fest sind. Leg das Ganze dann zusätzlich in CSL und Rinderleberextrakt flüssig ein. Lass es ein bisschen einziehen und puder das Ganze dann noch ein bisschen mit Mix. Und so sieht eigentlich das Futter aus, wo ich mir das Bomben werfe. Mit dem Wurfrohr oder mit der Schaufel oder je nachdem, wie es dann geht, verwende ich noch, tue ich die Boilies noch zusätzlich einzeln auf den Platz werfen oder schießen. Morgen. Oh, moin. Und? Scheiße. Heute Nacht war einer gebissen, so zwischen 3,5 und 4 hat ein Fisch gebissen gehabt. War ja okay. Irgendwann, wo es hellwoch ist, beziehungsweise die ganze Nacht hat es in alle Rute immer wieder ein Piepser gewesen. Da habe ich schon gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Auf jeden Fall zieht die eine Rute raus, kurz bevor es hell wird. Heute Morgen um 7 war die Helikoptermontage komplett verheddert. Das Haar verheddert und kein Köder mehr dran. Da habe ich schon gedacht, oh nee, fuck. Krebse. Naja, die andere Rute rausgezogen, ist alles selbe. Keine Boilies mehr im Haar. Also kann ich froh sein, dass überhaupt ein Fisch gebissen hat. Na, so war die Nacht. Also einen hat er? Ja. 730 Kilo. Nee, Quatsch. Vielleicht 12. Aber über den kann ich schon froh sein, nachdem das die Krebse alles geholt habe. Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen.
nachdem ich eigentlich ziemlich frustriert bin, weil heute Morgen, wo ich die Rute nochmal frisch geworfen habe, war dann tatsächlich an keinem Vorfach mehr ein Beule dran. Da drin hat es ziemlich viel Krebs, aber die ganze Zeit war es halt so, die hat es nur am Ufer gehabt, mittlerweile sind die ja draußen in Tiefe. Und dadurch bin ich eigentlich doch ziemlich happy noch den Fisch, dass der gebissen hat heute Morgen. Der hat knapp 15 Kilo. Und jetzt hoffe ich halt, dass noch ein bisschen was beißt. Ich habe jetzt zum Oliver Jack noch geschrieben, dass er mal Tigernis mitbringt. Und dann tun wir heute Nacht mit Tigernis angeln, hoffe halt, dass die dann am Hage bleiben. Und dass dann vielleicht noch ein bisschen was Größeres geht. Das ist der Vorteil beim Drillen, wo man merkt, dass mit der Absenk bleibt. Man kann direkt vor dem Platz separat drehen und kommt nicht in die Schnur rein. Ich finde es immer nervend, wenn man den Fisch drillt und hängt dann irgendwo in der anderen Schnur drin. Heute Morgen doch noch einer gebissen. Man muss auch sagen, jetzt bin ich ein bisschen Wind aufgekommen. Gestern schon war alles windstill. Eigentlich alles andere als optimales Herbstwetter. Vielleicht bleibt es ja und vielleicht geht ja noch ein größerer Fisch. Aber ich bin froh über jeden Biss. Aber wenn es nur ein kleiner Stück ist. Das Ding. Nachdem das jetzt der Schubi gebissen gehabt hat, habe ich jetzt die Rute frisch geworfen. Und auch da haben wir jetzt schon wieder gesehen gehabt, da war schon fast wieder nichts mehr am Hakenköder dran, wo die Krebs schon wieder runtergeholt haben. Ich werfe jetzt ein paar Spoms wieder auf den Platz. Was ich auch sagen muss, ich verwende am Anfang, wo die 10 Fuß Rute rausgekommen sind als Bombrute, dachte ich noch, was will man mit so einem kurzen Ding, aber mittlerweile, gerade so bei kurzer Distanz mit bis 60, 70 Meter, funktioniert die perfekt. Hat einfach den Vorteil, die ist viel leichter wie eine längere Rute. Und gerade so, wenn man ein bisschen eingeengt ist beim Werfen, hat man einfach viel mehr Platzvorteile. Also ich finde, es ist eine super gute Rute zum Bomben, gerade wenn man keine große Distanz werfen muss. Der Vorteil hier im Gewässer ist, dass man halt ein Boot verwenden kann und ich im Vorfeld, bevor dass ich hier angefangen habe zu füttern, den Platz mit dem Boot und der Wasserkamera und Echolot halt alles abgecheckt habe. Und da war es dann, das Ganze sieht dann hier unter Wasser so aus. Das ist eine größere Fläche mit 7,30 Meter.
und so ca. 10 Meter hinterm Platz, wo ich jetzt angel, sind einzelne Baumstämme, die eigentlich nicht gefährlich sind, weil seitlich nichts raussteht. Das sind einfach nur Stämme, wo immer wieder so ein Meter, sieht es zumindest aus auf der Unterwasserkamera, aus dem Boot rausgucke. Und bin dann hergegangen, habe auf 11 Rudelänge den Marker geworfen. Habe mir das Ganze nochmal angeguckt mit dem Boot, wie weit dass ich weg bin von den Baumstümpfen. Ich schätze, die sind so ca. 10 Meter hinten dran. Und habe dann praktisch den Marker auf 7,30 Meter in 11 Rudelänge auf dem Platz stehen. Das heißt, es ist dieselbe Distanz, wie die Montage auf dem Gewässergrund liegen soll, wie der Marker eingestellt ist. Jetzt kommt ja hinzu, dass man, wenn ich jetzt das Bomb und würde auch 11 Rudelänge machen, dann würde das Bomb ja praktisch hinter dem Marker landen. Weil das Blei ja einfach auf die Tiefe zu einem wieder zurückkommt. Also bin ich dann hergegangen, habe dann ein paar Mal das Bomb geworfen, bis ich wirklich den Marker getroffen habe, habe es dann eingeklippt, habe es dann abgelenkt. Und das Ganze war dann bei 7,30 Meter Tiefe, 11 Rudelänge der Marker bzw. die Montage, war es bei das Bomb 10 Rudelänge und 40 cm. Und da ist dann der Vorteil von dem Band bei den Distanzsticks, da sind noch einmal 3 separate farbige kleine Bänder drauf, wo man praktisch diese 40 cm oder je nachdem, man hat ja nie, dass es immer komplette Rudelänge sind, dass man nur halbe Rudelänge oder je nachdem, wie es halt dann aufgeht, kann man dann das Band oder die kleinen Bänder verschieben auf dem Band und kann dann genau die Distanz ablenken. Was man jetzt auch noch machen gekönnt hätte, anstatt dass ich jetzt ein paar Mal das Bomb auf den Marker werfe, dass die Entfernung passt, hätte man jetzt auch einfach, so wie man es im Golfe nimmt, ein Entfernungsmesser nehmen können, hätten die Markerpose angepeilt und der hätte mir genau gesagt, wie viel Meter ich zur Markerpose habe. Und dann hätte ich auch gewusst, wie viel Rudelänge ich die Bombrut ablenken muss. Im Endeffekt ist dann dabei rausgekommen, es ist jetzt keine große Distanz, wo ich da angle, aber ich versuche immer, so wenig Schnur wie möglich im Wasser zu haben. Und wie gesagt, das sind jetzt 11 Rudelänge, liegt die Montage, beziehungsweise der Marker. Und das Bomb sind 10 Rudelänge plus die 40 cm. Wenn man jetzt nicht den Luxus hat, dass man Boot verwenden darf, muss man das Ganze ja irgendwie abwerfen. Beziehungsweise mit dem Markerpose oder mit dem Grundblei ein Blitz suchen. Und das mache ich dann eigentlich so, dass ich entweder einen Deeper verwende, um die Tiefe rauszufinden und die Gewässerstruktur. Und um den genauen Platz abzuchecken, nehme ich die Fischspei. Bei der Fischspei ist so, die verwendet man wie eine normale Markerpose. Hat halt den Vorteil, dass man die übers Handy, die Kamera, dass sie die aufnimmt. Das heißt, ich werfe die auf den Platz, lass die Fischspei runter. Sobald dass die wieder in die Wasseroberfläche kommt, verbindet die sich direkt mit dem Handy. Und man kann sich angucken, wie der Gewässergrund auf dem Boot aussieht, beziehungsweise man kann auch gut kontrollieren, ob sein Futter gefressen wird, wenn man die Plätze vorfüttert. Ich mache es dann eigentlich immer so, oder das ist eigentlich meine Variante, die ich mache. Ich nehme meistens einen Deeper, werfe dem Blatt die Plätze ab, wo ich halt angeln will. Wenn ich jetzt einen Punkt habe, wo ich sage, hier will ich eigentlich mein Futter liegen haben oder meine Montage, klipse ich das Ganze ein. Dadurch kann ich das Ganze dann ablenken und habe dann die Distanz, wo eigentlich das Futter liegen soll, sprich, wo das Bomb das Futter ablegt. Wiederum ist ja aber das nicht die Distanz, wo man ablenken muss fürs Blei, beziehungsweise für die Markerpose. Die muss man ja weiter ablenken. Um das dann rauszufinden, mache ich es dann eigentlich immer wieder so. Wie gesagt, das sind mittlerweile ein bisschen Erfahrungssache, weil ich habe das ziemlich extrem gemacht gehabt, eine Zeit lang, wo ich dann nur geworfen habe, weil ich mir immer unsicher war, liegt das Futter dort, wo die Markerpose liegt, beziehungsweise wo die Montage liegt, bin dann immer wieder rausgefahren, habe zum Beispiel den Platz gespombt, habe Bootnummer oder eben die Fischspei, bin auf den Platz gefahren mit dem Boot, habe die Kamera runtergelassen, nachdem ich eine Markerpose hingeworfen habe und habe dann gesehen, okay, das Futter liegt da unten, die Entfernung passt. Das ist alles ein bisschen Übungssache oder Erfahrungen, wo man dann irgendwann rauskriegt, wie man es ablenkt. Aber im Endeffekt ist dann so, wenn ich dann weiß,
es ist eine gewisse Tiefe, dann weiß ich schon ungefähr, ich sage jetzt mal bei 8 Meter, ist ungefähr eine Ruderlänge, wo ich mehr ablenken muss, wie die für den Marker bzw. für die Montage. Natürlich ist es nicht immer ganz genau so, dass es jetzt genau 8 Meter sind, sondern sind es über 50 oder 8,50 oder 40 oder so irgendwas. Dann mache ich das so, dass ich das ausprobiere. Das ist halt auch wieder, wie soll ich sagen, brauche mal ein bisschen Zeit dafür. Das heißt, wenn ich weiß, der Dieber ist jetzt auf 15 Ruderlänge, dass die Distanz passt, wie gesagt, ist dann dieselbe Länge wie die Spomb, fange ich an mit einer Ruderlänge mehr, werfe die raus auf den Platz, werfe den Dieber nochmal drauf, dann sehe ich ja, okay, das passt oder das passt nicht. Ich bin zu weit oder zu kurz und dementsprechend klipse ich dann eben um bei der Markerpose. Das ist die eine Variante, wo man machen kann, wenn man es mit dem Dieber macht. Wenn ich es mit der Markerpose mache, beziehungsweise mit der Fischspy, mache ich es dann so, wenn ich den Platz mit der Markerpose habe und der Marker steht irgendwo, steht auf dem Platz, dann nehme ich ein Distanzmesser, wo man fürs Golfen nimmt, peile die Pose an und der sagt mir dann automatisch die Distanz, wo es bis zum Marker ist. Das heißt, die Distanz ist dann die, wo ich brauche für das Bomb. Was halt absolut wichtig ist bei dem Ganzen, dass man sich den Platz merkt, beziehungsweise genau immer am selben Punkt steht, wo man das abwirft, bombt oder markert. Sobald man sich natürlich irgendwo anders dahin stellt, einen Meter vor oder zurück, passt das Ganze natürlich nicht mehr genau. Genauso ist es auch beim Werfen von der Haltung von der Rute. Ich mache es immer so, ich werfe in den Clip und halte die Rute dann einfach senkrecht nach oben und lasse das Blei, oder genauso bei der Spomb dann, wenn sie aufkommt, lasse das Blei einfach dann zu mir zurückkommen und merke dann genauso, wie es aufkommt. Die meisten werfen ja und gehen dann mit der Rute nach runter. Aber in dem Moment, wenn ich mit der Rute vorgehe, je nachdem ist es dann schlimm, aber hat man auf jeden Fall schon einmal einen Meter oder zwei Meter mehr oder weniger, je nachdem, wie man die Rute hält, dass die Distanz nicht mehr passt. Beim Spombe wiederum finde ich, jetzt macht es ja nicht so viel aus, wenn das nicht punktgenau sein soll. Wenn man es halt ein bisschen weiter vorhält, fliegt die Spombe ein paar Meter weiter und wenn man es halt weiter zurück macht, fällt sie halt weiter zurück. Aber im Endeffekt ist halt das Wichtigste, dass so das, so habe ich halt ausprobiert, wie gesagt, weil ich es immer mit der Kamera wieder kontrolliert habe, ob das passt, dass die Rute beim Wurf immer, wenn es in den Clip kommt, senkrecht nach oben ist. Was ich mir dann halt auch die ganze Zeit über Gedanken gemacht habe, war, wie gesagt, das ist jetzt in der Angelei, so wie ich es mache, bis maximal 90, 100 Meter, wo ich das mache mit dem Werfen. Wenn ich jetzt hergehe und habe eine gewisse Tiefe und werf auf 10 Ruderlänge, wie verhält sich das Ganze, wenn ich jetzt auf 20 Ruderlänge das mache? Selbe Tiefe, 10 Ruderlänge oder 20 Ruderlänge? Muss ich dann mehr machen oder? Ich habe nicht mehr gedacht, durch den Winkel, wo sich da verändert, wird sich da irgendwas verändern. Also bin ich da hergegangen, habe mit dem Boot bin ich rausgefahren, erste Lot, habe eine Stelle gesucht, 8 Meter tief. Habe eine Haarboje gesetzt, bin weitergefahren, bis ich wieder eine Stelle gehabt habe mit 8 Metern, habe wieder eine Haarboje gesetzt. Dann bin ich hergegangen und habe das Ganze angeworfen. Mit der Markerrute und mit der Spomb. Habe das dann ausprobiert. Da war es dann so, also einmal habe ich es allein probiert gehabt. Da war es dann so, ich hatte 10 Ruderlänge, beziehungsweise ich muss so sagen, ich habe die Haarboje gesetzt gehabt, habe den Entfernungsmesser genommen und die war dann bei 10,5 Ruderlänge, war dann 8 Meter tief. Die zweite war bei 17,5 Ruderlänge, auch 8 Meter tief. Das heißt, ich habe die Entfernung gehabt, wie eigentlich die Spomb eingeklippt werden müsste, dass das Futter auf den Platz kommt. Das funktioniert ja, ist ja kein Problem. Geht. Jetzt war aber die Frage, wenn ich jetzt die Montage werfe, beziehungsweise die Markerrute, wie muss ich die jetzt ablenken, dass die bei 10 Ruderlänge und bei 17 Ruderlänge, bei jeweils 8 Meter Tiefe, dass das passt. Also habe ich zuerst die Kurzdistanz gemacht, geworfen, ein paar Mal geworfen, habe das ausprobiert. Dann war das so, dass bei 8 Meter Tiefe knapp, ich sage jetzt mal 20 cm weniger, wie komplette Ruderlänge ablenken müsst habe, dass der Marker direkt neben der Boje hochkommt.
Also 10 Rudelänge, 8 Meter tief. Die Magerrute war knapp eine Rudelänge mehr, also knapp 11 Rudelänge abgelenkt. Dann ist die direkt neben dem Haarmager hochgekommen. Also habe ich gewusst, 8 Meter tief brauche ich eine Rudelänge, dass ich auf den Platz komme. Jetzt war halt dann die Frage für mich, passiert es genauso auf die längere Distanz? Wie das jetzt halt ist bei, ich meine schon 130 oder was weiß ich, wie weit werfe, das weiß ich nicht. Ich habe das als alles nur ausprobiert in der verschiedenen Tiefe für meine Angelei, wie ich es eben mache. Ein Fakt war halt, und das war für mich dann verwunderlich, dass es wirklich auf die 17 Rudelänge identisch war. Ich habe genauso 18 Rudel, also eine Rudelänge mehr dann abgelenkt, also praktisch 18 Rudelänge, habe das dorthin geworfen und der Marker kam. Klar, das kommt ja auch darauf an. Das hat man dann gesehen gehabt, wo jetzt der Benni da war, haben wir es nochmal mit der Drohne und so weiter, dasselbe abgefilmt. Wichtig bei dem Ganzen ist halt, dass man wirklich die Rute senkrecht nach oben hält. In dem Moment, wenn man halt hergeht und wenn jetzt das Blei oder die Markermontage oder eben die Bomb in den Clip einschlägt, geht mir meistens ein kurzer Ruck nach vorne. Und je nachdem, wie weit man dann nach vorne geht, fliegt das Ganze halt auf dem Platz ein Stück weiter. Wie gesagt, das hat man da jetzt bei der Drohnenaufnahme genau gesehen. Im Prinzip, mir persönlich ist es jetzt egal, ob das jetzt 20 cm rechts, links oder 50 cm weiter hinten ist, ja scheißegal. Macht ja nichts. In den meisten Fällen zumindest. Faktisch auf jeden Fall, es hat sich von dem ganzen Ablänge nichts verändert, ob ich jetzt halt weiter draus gefischt habe oder weiter mehr am Ufer. Ich bin dann noch hergegangen, habe das Ganze ausprobiert bei 6 Meter. Da war es, glaube ich, 8 Rudelänge und das andere 16 oder 17 Rudelänge. Und da war es genauso klar. Die Ablenkung war dann nicht mehr eine ganze Rudelänge, sondern war ein bisschen weniger. Aber das Verhältnis von dem Ganzen war trotzdem gleich. Das heißt, man kann jetzt eigentlich hergehen, beziehungsweise kann jeder selber machen. Ich habe es für mich schon gemacht. Man probiert das Ganze aus, man muss sich halt einmal die Mühe geben. Braucht halt ein bisschen Zeit, also braucht man wirklich viel Zeit dafür, dauert ein paar Stunden. Bei mir war es zumindest so. Habe das Ganze bei 4, 5, 6, 7, 8, 9 Meter, die einzelne Tiefe, alles abgelenkt. Abgeworfen, mit Echolot geguckt, Tiefe und so weiter, dass das passt. Dann habe ich zumindest für mich, ich habe das dann aufgeschrieben und weiß dann zumindest so ungefähr, wie weit ich was ablenken muss, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Klar, manchmal sind es eben nicht immer die komplett 8 Meter oder 9 Meter, dann sind es irgendwelche Maße dazwischen, aber das kriegt man dann irgendwie das Gefühl voraus, dass das Ganze passt. Fühlt sich gut an. Naja, das war's. Scheiße, ne? Ah, zum Kotzen. Ja, das Haar verdreht bis wieder von den Krebs. Thank you.
die Hageköder betrifft. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Hier in dem See wird ja wirklich viel auf Karpfen gefischt. Und ich versuche deshalb auch immer einen Hageköder anzubieten, der nicht so alltäglich ist, beziehungsweise dass es halt nicht unbedingt eine runde Beule ist. Aus dem Grund habe ich auch die Beule halbiert. Ich mache es dann so, als Hageköder zum Beispiel, ich nehme Pop-Ups. Dafür braucht man Pop-Ups mit einem guten Auftrieb. Die Sisi Moor sind zum Beispiel nicht schlecht. Die Nash finde ich auch sehr gut. Halbier den, nehme Original-Beule-Mix, mache Teig draus, ummantel den halben Pop-Up, dass er dann letztendlich aussieht wie ein halber Beule, den ich fütter. Dämpfe das Ganze oder koche das ab und habe dann einen ganz normalen Hageköder, der halt nicht rund ist, sondern eben aussieht wie ein halber Beule. Und noch dazu schwerelos durch den Pop-Up-Wert. Was ich noch verwende, die Pellets. Sind zwar zum Füttern perfekt, aber als Hageköder funktioniert es halt nicht, weil sie zu weich wäre dann. Daher mache ich es dann genauso. Ich gehe her, nehme den Original-Beule-Mix und mache einfach die Form wie ein Pellets. Form das Ganze, ein bisschen länglich, dämpft es, kocht es ab und habe halt auch wieder einen Köder, der nicht aussieht wie eine runde Beule. Und das ist das, was ich hier jetzt auch gerade verwende. Was die Montage betrifft, verwende ich eigentlich hauptsächlich am liebsten Inline-Montage. Ich habe da eigentlich zwei Varianten. Einmal so, dass ich das Blei verliere als Drop-Off-System oder eben ganz normal, wo das Blei ganz normal auf der Schnur bleibt. In dem Fall heute verliere ich das Blei aus dem Grund, so wie ich es gesagt habe, unter Wasser sind 10 Meter hinten dran die Baumstümpfe. Und meistens ist es halt so, wenn der Fisch das Blei verliert beim Biss, dann schwimmt er meistens in die Oberfläche und dadurch kann man den Fisch normal drillen. Passiert nichts mit den Bäumen, die im Wasser drin sind. Das Ganze sieht so aus. Ich verwende am liebsten, meiner Meinung nach ist es auch das sicherste Drop-Off-System, wo es gibt, weil man wirklich nur das Blei verliert beim Biss. Bei den herkömmlichen Versionen, wo es gibt, wo man die Schnur übers Blei macht, ist es eigentlich so, wenn man das in den Clip wirft, kann es passieren, dass das Blei schon wegfliegt. Genauso, wenn man es mit dem Boot auf 300 Meter oder was ablegt und kurbelt es rein, hat man selber Probleme, wenn man irgendwo hängen bleibt, fällt das Blei ab. Bei der Version mit dem Schlitz passiert es nicht, weil egal wie hart das man wirft, zieht man das Tadpool oder den Sleeve, der innen drin ist, in das Blei rein. Das heißt, man kann so hart wie es geht in den Clip werfen, das Blei verliert man nicht. Genauso ist es, wenn man jetzt auf 300 Meter ablegt, bleibt irgendwo im Gras hängen, und zieht, verliert man das Blei nicht, weil man einfach immer den Wirbel mit dem Tadpool oder der Innenführung immer ins Blei reinzieht. Der Vorteil mit dem Blei, mit dem Schlitz, ist eigentlich wirklich der, man verliert das Blei nur beim Biss. Die andere Variante ist die eben mit, wenn ich es nicht verliere, das angle dann aber auch nicht fest, sondern immer als Semifix. Ich gehe dann her und schneide bei dem Tadpool-Bead die Nase relativ oder mehrere Stücke weg, dass es ganz leicht das Inline-Blei auf dem Tadpool-Bead drauf sitzt. Wenn der Fisch es hochhebt, fängt an mit dem Kopf zu schütteln, rutscht das Blei nach hinten weg, funktioniert. Das Wichtigste in dem Ganzen ist einfach, ich verwende dann als Leader am liebsten Leadcore, das 50 Lips, um das Ganze tangelfrei oder verheddungsfrei zu machen, gerade wenn man bei weichen Vorfischer oder so wie ich, wo oft weiche Vorfischer nimmt, muss halt der Übergang vom Blei, Innenführung und zum Leadcore, der muss halt übergangslos sein. Da darf keine Luft und nichts dazwischen sein. Dann passiert da in der Regel normalerweise nichts. Wenn man jetzt noch dazu ein Mono-Vorfach oder ein steifes, ummanteltes Vorfach verwendet, passiert sowieso nichts. Und das sind die zwei Varianten, die ich eigentlich zum Werfen verwende. Zumindest für die Distanz, so wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn ich so bis 100 Meter angel. Was ich auch noch dazu sagen muss, ich persönlich verwende lieber schwere Bleie ab 140 Gramm, in dem Fall zum Werfen sogar teilweise 170 Gramm, weil ich einfach finde, wenn man Gegenwind oder Seitewind, egal wie es ist, ein schweres Blei fliegt einfach kerzengerade auf den Platz. Wenn man da 100 Gramm Blei hat, das fängt an zu flattern oder treibt irgendwo ein bisschen ab. Ich finde ich persönlich jetzt nicht so toll, wenn man, oder ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn ich zum Beispiel die Rute anspannen, habe leichtes Blei dran und werft es auf 90 Meter, hat noch Wind. Da habe ich immer das Gefühl, man kann es relativ leicht vom Platz verziehen. Das passiert beim schweren Blei halt nicht. Das fliegt kerzengerade und liegt auf dem Platz.
Deswegen angle ich meistens ab 140 Gramm. Je nachdem, 170, wenn es die gibt. So wie die mit dem Schlitz, die gibt es ab 170 Gramm. Das sind eigentlich die, wo ich am meisten verwende. Oder eben die in 142 Gramm. Unverhofft kommt oft. Der Uli ist gerade vorbeigekommen. Und hat mal die Tigernis gebracht wegen der Krebs. Wie man gesehen hat, in der Beule war schon wieder ein Teil weggekratzt. Und da ist er. Kurz, kompakt, 13,5 Kilo. Was die Vorfächer betrifft, hat ja prinzipiell irgendwie jeder so seine Vorliebe und fange tut irgendwie trotzdem alles. Ich persönlich verwende am liebsten weiche Vorfächer. Hat aber natürlich einen Nachteil, gerade beim Werfen muss man einfach fairerweise sagen, dass es trotzdem immer wieder irgendwann mal verheddert. Kommt zwar nicht oft vor, aber wenn man den Tag erwischt, wo es verheddert ist, scheiße. Wenn ich dann ein weiches Vorfach nehme, verwende ich das Armadillo. Hat den Grund, weil das nicht ganz so weich ist. Und doch ein bisschen starrer ist vom Material her. Binde es ganz normal knotenlos, mache einen Schrumpfschlauch hinten drauf und fertig. Ein ganz einfaches Vorfach. Das ist eigentlich so das Liebste, was ich prinzipiell nehme, wenn es möglich ist. Wenn ich auf ganz Nummer sicher gehen will, und das will mir eigentlich immer, dann verwende ich das Carmotec Stiff als Vorfach. Hat für mich einfach den Grund, wenn das gedämpft ist, ist es wirklich bockhart. Lass direkt nach dem Öl bzw. nach dem Schrumpfschlauch ein paar Millimeter Luft, sodass ich den Haken in alle Richtungen 360 Grad drehen kann. Und das verwende ich eigentlich dann zum Werfen. Eigentlich, wenn ich mir ganz sicher sein will, dass nichts passiert, verwende ich das Vorfach. Man könnte jetzt auch sagen, okay, ich bin das Ganze durch, das mag ich persönlich nicht. Mache ja viele, funktioniert ja auch, aber ich will haben, dass ich den Haken bewegen kann. Wenn man das Ganze nicht so steif haben will, kann man ja anstatt des Carmotec Stiff, kann man das Semi-Stiff verwenden. Das ist minimal weicher, beweglicher, dann liegt es nicht ganz so steif auf dem Grund. Die zweite Variante, wo ich früher eigentlich immer viel verwendet habe, mittlerweile nicht mehr so oft verwendet, das ist im Endeffekt genauso wie das Carmotec Stiff vom Prinzip, nur dass ich das Illusion verwendet, binde den Haken mit dem weichen Vorfach und verbinde das Ganze mit dem Albright-Knoten und mache das halt wirklich so, dass es wirklich nur ein paar Millimeter nach dem Öhr beweglich ist. Der Bastian Reetz zum Beispiel, der angelt viel das Illusion oder immer eigentlich durchgehend. Sieht man ja, dass es funktioniert, da fängt ja viel. Aber ich persönlich mag das eben nicht, das durchgebundene. Ich will haben, dass der Haken sich bewegen kann. Und das sind eigentlich so die Varianten, wo ich meistens angle. Entweder das Illusion mit dem weichen Part vorne am Haken oder eben das Carmotec Stiff. Genauso eigentlich vom Prinzip.
Beim Pop-Up mache ich es genauso. Nehme ich das Carmotec Stiff, lasse vorne 2 mm nach dem Öhr- bzw. Schrumpfschlauch beweglich und habe einen ganz normalen Pop-Up. Kann sich auch ringsherum 360 Grad drehen. Und das sind die Vorfächer, so wie ich sie eigentlich zum Werfen verwende. Wo ich mir eigentlich sicher bin, dass eigentlich nichts passiert. Wie gesagt, beim weichen Vorfach hat man immer wieder mal das Problem, dass es verheddert. Aber bei den steifen Vorfächern passiert eigentlich in der Regel zu fast 100% eigentlich nichts. Das ist jetzt der zweite Abend, morgen packen wir zusammen. Ich werfe jetzt noch mal den Marker auf den Platz, führe noch ein bisschen nach und werfe die Rute aus. Ich wollte nur noch sagen, beim Marker-Setup finde ich, man funktioniert eigentlich alle. Aber wichtig ist, finde ich, dass man schweres Blei verwendet. Ich verwende immer 142 Gramm Blei. Hat den Grund, wenn man auf kiesigem hartem Grund ein leichtes Blei mit 100 Gramm oder was weiß ich, was für Gewicht verwendet, kann man klar den Platz zwar ertasten, aber das Problem ist, wenn man die Pose wieder runter dreht, dass man es einklipsen könnte, ist der Widerstand je nachdem oder rutscht das Blei so leicht auf dem Kies einem wieder entgegen, das merkt man gar nicht. Und man hat gar nicht die Entfernung, wo man eigentlich will. Das heißt, das kommt einem entgegen, beziehungsweise man hat dann kürzer abgelenkt. Klar, bei Kraut oder bei Schlamm, 100 Gramm Blei, das bleibt da drin stecken, passiert nichts. Aber bei hartem Grund, habe ich das schon so oft ausprobiert, rutscht ein leichtes Blei. Deswegen lieber 142 Gramm Blei, da weiß man, das liegt. Man kann den Marker wieder runterleihen, aufs Blei kann einklipsen und es funktioniert. Jetzt werfen wir die Rute aus und hoffe, dass noch was bleibt. Zweite Nacht ist um. Wie erwartet, hat nichts mehr gebissen. Wie es meistens so ist, meistens ist es eben so in den Gewässern bei uns, wenn man der erste Nacht oder am ersten Tag was gefangen hat, dass meistens zweite Nacht nichts mehr geht. Wobei, dass man sagen muss, sind die drei von den vier Fisch mittags gebissen. Unerwarteterweise waren es drei relativ kleine Fisch für das Gewässer und ärgerlicherweise. Ist jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber es war mit Sicherheit auch noch von den besseren Fischen im See, wo man dann direkt vom Kescher ausgestiegen ist. Aber so ist halt Angeln, kann man nichts machen. Und jetzt bleiben wir noch 3-4 Stunden. Vielleicht geht ja noch was. Warten wir es mal ab. Was für mich auch noch ziemlich wichtig ist, wenn ich gerade vom Ufer aus einen Fisch drille, dann, dass die Schnüre abgesenkt sind. Weil meistens ist das Problem, wenn sie nicht abgesenkt sind, man drillt vom Ufer aus den Fisch und schwimmt während dem Drill in der Endphase direkt in die Schnur rein. Und um das zu vermeiden, finde ich es halt praktisch, diese Multi-Backleads. Die kann man als zwei Varianten verwenden. Einmal mit dem Schlitz. Das heißt, ich werfe die Rute rein. Wenn ich keinen Schlagschnurknot oder eine durchgehende Schnur drauf habe, dann kann ich die praktisch direkt am Blei einhängen. Habe einen Schlitz, wäre die eingehängt. Das Kunststoffteil genauso.
mit dem Schlitz eingehängt. Führe das Ganze zusammen, kann das Blei einhängen, rutscht runter und bleibt auf der Schnur drauf, ohne dass man das dann verliert während dem Drill. Der Vorteil bei dem Ganzen ist, die gibt es ab 5 Gramm. Die sind relativ leicht. Sorge aber davor, dass die Schnur unten ist und man hat trotzdem noch eine gute Biserkennung. Die andere Variante, was man dabei noch machen kann, ist die, dass man die einhängen kann wie ein normales Backlead. Das habe ich dann in dem Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schlagschnur habe und Knoten kommt, da funktioniert das mit dem Schlitz natürlich nicht, weil es dann bis zum Schlitz, Schlagschnurknoten runter beim Drill runterrutschen wird und wird nicht weitergehen. Dafür nimmt man dann das, so wie die übliche Backlead, wo es gibt, zum Einhängen. So, die Zeit ist um. Gebisse hat nichts mehr. Wobei man sagen muss, es ist eigentlich mehr Gebisse als erwartet. War halt jetzt keiner von den großen Fischen dabei. Aber das kann man halt nie beeinflussen. Das Bombo da funktioniert. Alle drei Ruten sind abgelaufen. Und ich hoffe halt, dass wir das halbwegs rüberbringen gekonnt haben, wie das ist, wenn man wirklich im tiefen Wasser auf Marker, der das bombt, wie man das macht mit dem Ablenken. Ja, das war's. Bis demnächst.